Okay, Chat, wir gehen in die Jungs-WG jetzt. Die letzten beiden Folgen Jungs-WG. Die letzten beiden Folgen Jungs-WG, Chat. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben sogar schon mit jemandem aus der Jungs-WG auf die Jungs-WG reagiert. Und wir gucken uns heute die letzten beiden Folgen von der Jungs-WG Abenteuer Lissabon. Was habe ich denn hier gerade runtergeladen? Abenteuer Lissabon an. Da. Nur noch zwei Folgen, Jungs, das Finale. Ich erkläre es nochmal kurz, ne, für die, die es nicht mitbekommen haben. Das sind Jungs, die sich so zusammensammeln und Abenteuer miteinander verbringen. Jeden Tag machen die was anderes. Und wir gehen jetzt in die letzten beiden Folgen, Chat. Jungs-WG-Finale. Ich weiß gar nicht, ob wir danach danach wieder Mädchen-WG-Chat? Ich weiß gar nicht. Also ich denke, normal aufzustehen ist ein bisschen langweilig. Deswegen haben wir die Jungs mit der Kissenschlacht geweckt. W. Dennis in den Chat, Jungs. Der Beste aus der Jungs-WG. Unser Bro. Aber jetzt bin ich mir sicher, es wird ein voller Erfolg. Wir wissen jetzt, Chat, wir wissen jetzt, Julius war der Playboy dort. Wir wussten es auch schon vorher, aber jetzt hat Dennis es uns bestätigt. Ein Mädchen wollte was von Julius. Informationen, die nicht rausgekommen sind, nur über unser Stream. Würde Leo mir so eine Bombe in den Bauch geben, Chat, ich würde so ausholen. Bam! Und dann wär Leo erstmal in den nächsten Folgen nicht mehr mit dabei. Am Anfang habe ich schon gedacht, boah, weiß nicht, ob das so gut klappt, weil das gar nicht so einfach ist, so ein Kite überhaupt zu halten. Digga, ich sage euch ehrlich, ich hatte bei Kitefahren ist man ja auch manchmal in der Luft. Richtig, Chat? Wenn ich das gesehen habe, habe ich immer Angst bekommen. Digga, was, wenn die wegfliegen? Wie wollen die dagegen steuern, dass sie wieder auf den Boden kommen? Und Kite ein bisschen einfacher wird. Das hatte ziemliche Power schon, also du wurdest schon richtig nach vorne gezogen, wenn der Wind dann da so reinkam. Ja, guck, das meine ich, die können doch mal wegfliegen. Guck, selbst der Typ kann das nicht mehr halten. Digga, ich hätte Behindertangst. Wirklich diese Kraft vom Wind ausmacht, das war schon echt anstrengender als gedacht. Wind ehrlich underrated, Chat. Generell Natur underrated. Wind, Wasser, Feuer, Erde. Also ich glaube, ich fände es cool, wenn ich eine Freundin hätte, mit der ich richtig viel erleben kann, mit der ich Abenteuer habe, die lustig ist, die Humor hat. Ja, Mann. Ja, Mann, da gebe ich ihm recht. W's Julius in den Chat. W's Julius in den Chat. Eine Frau, die ihren eigenen Kopf hat, die auch mal sagt, ey, ich will das und das machen. Und nicht so eine Frau, die einfach die ganze Zeit rumsitzt und nur das macht, was du sagst. Wisst ihr, wie ich meine? So einfach so ein Mensch mit eigenem Verstand, Digga. Bei vielen Frauen, so, die sind voll langweilig. Du bist es. Also. Und dann macht das ja aus. Das ist wie, ich will am Ende eine Frau haben, mit der ich befreundet wäre, wenn sie nicht meine Frau wäre. Checkt ihr, wie ich meine? Die, wenn sie ein Junge wäre, mein Kollege wäre. Weil ich sie so sehr mag, als Person auch. Angerufen? Die Touriststudentin. My grandmother come to my house, maybe you'd like to join? Yeah, of course. Yeah, I am. Hat sie die gerade zu ihrer Großmutter eingeladen, obwohl die sich noch nie getroffen haben? Also, Digga, da ist ein fremdes Mädchen auf der Straße, wird von ausländischen Jungs, also aus Deutschland, angesprochen, 6 Stück, mit einem Kamerateam. Und nach ein paar Tagen lädt sie diese Jungs zu ihrer Oma ein? Wir müssen auch noch einkaufen. Ich glaube, wir können nicht alle zu ihr. Ja, er will alleine zu ihr. Ich würde einkaufen gehen noch. Ich würde gerne zu ihr gehen. Ich würde auch. Guck mal, Dennis will nicht. Dennis ist der Einzige, der nicht zu dem Mädchen will. W, Dennis. W, Dennis. Digga, jeder sagt, oh doch, ich will zu dem Mädchen. Dennis? Ja, ich würde einkaufen gehen, um ehrlich zu sein. W, Dennis in den scheiß Chat, Digga. Deswegen ist er der G aus der Gruppe. Auf das Backen hatte ich natürlich schon Lust. Besonders mit der Oma. Digga, du dachtest dir einfach nur, du hast Bock auf dieses Mädchen. Ich sag euch ehrlich, das ist das Erste, wo ich sage, Kiten wird mich nicht so krass jucken. Also, das sieht erstens extrem schwer aus und zweitens, Bruder, selbst wenn man das kann, fährt man auf so einem Dreirad einfach nur so ein bisschen. Dann gib mir einfach ein Dreirad mit einem Motor und das ist spannender. Kiten mit Surf, dieses im Wasser, das glaube ich cool. Licht oder Kiten? Wo ist denn jetzt der andere? Warum sind Janis und Leo da? Versuch's mal. Die zwei, wo ich am wenigsten sagen würde, dass sie Riss haben. Die zwei mit dem wenigsten Riss sind zu dem Mädchen gegangen. Also deren Wohnung hat einfach keine Klingel. Also. Ja, klopf doch einfach. Was denn? Welche Wohnung hat denn keine Klingel? Klopf doch, Bruder, einfach. Ja, klopf einfach. Hola. Hola. Die ganze Familie ist deutsch. War natürlich da so eine kleine Sprachbarriere. Doch, sie meinte doch, guck einfach zu. Sogar ich hab das verstanden. Guck einfach, meinte sie. Digga, die Oma ist voll der G-Chat. W-Oma in den Chat, Junge. Sie sagt einfach, guck einfach. Sie macht mit Fingerzeichen. Guck einfach. Einfach gucken, ja, die ist krass. Oh, bei meiner Oma schmeckt... Also ich mag kurdisches Essen nicht so krass, aber bei meiner Oma schmeckt geisteskrank. Meine Oma macht so selber Brot und so. Omas Essen größer Mamas Essen, weil da mehr Erfahrung noch hintersteckt. Und Omas haben meistens eh nicht so viel zu tun und dann
das machen die so voll gerne und so deswegen. Und die lieben so kochen oder so, beziehungsweise die mögen das damit, ihre Zeit zu vertreiben. Und dann, wenn meine Oma Brot macht, Dicker, es schmeckt so gut. Ne? Ich esse dann nur Brotchen, ohne irgendwas. Einfach Brot, einfach nur so. Hört sich komisch an, aber es schmeckt einfach Brot alleine. Da ist sie. Hi. Was war das denn für eine Umarmung? Die sind enttäuscht, die dachten, da geht was, Chat. Die dachten, da geht was. Die sieht aber gut aus, Chat, ne? 1 bis 10, Chat, ich überlasse euch kurz eure Bewertung. 1 bis 10, ich will erst eure Bewertung sehen. 1 bis 10. Digga, die sieht auch aus, als hätte die kaum Schminke im Gesicht gerade. 8, 7, 8. Die kriegt von mir eine glatte 9, Chat. Eine glatte 9. Kaum Schminke und so. Sieht extrem gut aus. Hart minderjährig. Behindert nicht minderjährig. Like, sie hat doch gesagt, sie studiert. And do you play the guitar? Kann jemand bitte Leo aus dieser Sendung rausschmeißen? Sie hat eine Gitarre an der Wand. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Gitarre spielt? 90%, Junge. Normal spielt sie Gitarre. I play a little bit. I prefer the ukulele, actually. Nice. Sind sogar zwei, Digga. Leo, ich habe in diesem Urlaub noch nicht so was Leckeres. Digga, die beiden in Kombination sind unangenehmste Kombination, die es gibt. Do we have to wear masks and not with your face. Oh mein Gott. Sie hat gesagt, müssen wir Masken tragen. Leo meinte nicht mit deinem Gesicht. Oder Leo, was? So ein Spruch von Leo? Krass. Krass. So, Leo? Chat, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich es sage. W Leo in den Chat. Das allererste Mal. Es wird wahrscheinlich das einzige Mal bleiben. W Leo in den Chat. Nicht mit deiner Fresse. Oh mein Gott, müssen wir Masken tragen, nicht mit deinem Gesicht. Vor der ganzen Familie auch noch, ja. Das einzige W Leo, glaube ich, was Leo über die ganze Staffel bekommen hat. 2-3 Sekunden gebraucht, um zu realisieren, ob der das jetzt wirklich gesagt hat. Schauen wir mal da. Guck mal, das würde ich jetzt Dennis gerne fragen. Leider ist er nicht im Stream gerade. War das nicht fake? Die kommen so angehüpft. Und die Jungs sind wieder da. Digga, die waren doch schon locker vorher da und dann meinten die so, jetzt tut mal, als ob ihr reinkommt. Als ob die genau den Moment erwischt haben, das Kamerateam, wo die durch die Tür reingekommen sind. Niemals. Die Zeit ist wirklich gerannt in den letzten 3 Wochen. Ich hatte das Gefühl, ich bin angekommen und jetzt ist es schon wieder vorbei. Okay, wir gehen in die letzte Folge von Die Jungs WG. Ich bin gespannt, wie die letzte Party ist, ne? Dennis meinte, die Party war geil. Also, dass viele Leute da waren und nicht alte Leute. Aber das machen wir doch sauber, oder? Ja, irgendwann mal vielleicht. Die haben das Safe nicht mal mehr sauber gemacht, Chat. Das hätte ich aber gefühlt. Ey Jungs, lasst einfach alles dreckig und wir gehen einfach nach Hause. Und alle geben sich so ein Handshake. Ja, Bruder, Heidi. Let's go zum Flughafen. Und ich glaube, ich... Ey, Dennis, Mann, hör auf damit, Digga. Hör auf. Messi ist der Beste, Bro. Er macht auch noch Sü in der Jungs. Hat schon gereicht, dass er letztes Mal gesagt hat, dass Ronaldo der beste Spieler der Welt ist. Hi. Hallo. Wie geht's? Das andere Mädchen ist neu. Ayla heute als Ersatz für Beck mitgebracht. Guter Ersatz. Guter Ersatz. Upgrade. Das nennt man Upgrade. Oh. Ja. Krass, ne? Boah, das ist echt unangenehm. Die sagt, wo ist die Party? Und die sagt, ihr seid die Ersten. Krass, ne? Und dann einfach Stille. Macht doch Musik an oder irgendwas, Digga, ohne Sinn. Chillt euch mal hin, ihr steht da alle. Digga, Salami-Party-Chat. Komplette Salami-Party. Da sind neue Mädchen, jawohl. Hallo, hey. Mit den Mädels durften die Jungs in die Welt. Lol, doch, also deren Party, die Gäste, schon stark und eigentlich. Und haben gemerkt, die Leute saßen ganz viel. Digga, die spielen FIFA, Bruder. Die spielen FIFA. Ohne Musik. Super. Okay, smile, hands up. Ich sag euch, er war jetzt keine geisteskranke Party oder so, aber bessere Party als ich gedacht hätte, Chat. W dafür, dass sie eine bessere Party als die Mädchen-WG am Ende. 100%, 1 Million% sogar. W, Jungs. Jungs machen bessere Partys. Das war's, Chat. Das war's mit der Jungs-WG. An die schöne Zeit. 2, 3. Ich kann mir ein Leben ohne die anderen Jungs gar nicht mehr richtig vorstellen. Ja. Er fängt an zu weinen. Safe. Das ist ein leeres Glas, Bro. Ja, schon. Also ich freue mich auch auf meine Familie. Hä, Leo?
was ist los mit dir? Er hebt ein leeres Glas zu seinem Mund und trinkt daraus. Genau. Und hat nicht mal irgendeine Reaktion danach, so, oh, da ist kein Wasser drin. Nein, seine Reaktion ist ganz normal, als wäre das so normal, dass er Luft trinkt. Scheiße, ich habe mir schon wieder auf mein T-Shirt gekleckert. Mit dem Wasser, denn das nicht vorhanden ist? Mit dem Wasser. Nein, Lüge, Jensen, Lüge. Da war kein Wasser drin. Wie soll er sich bekleckern? Hä? Ich kann einfach nicht trinken. Ich frag mich auch. Was laberst du? Da war gar kein Wasser drin. Ich habe mich hier mit den anderen Jungs auf jeden Fall verändert. Ich merke wirklich, dass ich offener bin zu anderen Menschen. Aber das glaube ich ihm sogar, dass er offener geworden ist durch so Kamera und neue Jungs kennenlernen und so. Ich muss sagen, ich bin auch. Okay, ich bin auch älter geworden, seitdem ich jetzt YouTube mache. Ich bin auch offener geworden, dadurch, dass ich mit Kamera rede und so. Ganz anders. Früher, bevor ich Kamera gemacht habe und so, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, ich habe nicht mit denen geredet und so. Jetzt, ich fronte einfach Leute, die direkt neben mir stehen. Das wird halt erstmal eine harte Zeit. Normaler geworden. Oh, ich weiß noch, wie wir das Guck mal, das ist jetzt ehrlich ein bisschen emotional, Chat. Das ist krass. Guck mal, die waren da 3 Wochen. Wir haben die auch verfolgt und sowas. Und jetzt trennen die sich einfach für immer. Geisteskrank, wenn man mal überlegt. Und das ist normal im Leben, aber so krass, das zu sehen. Boah, so wird es mit euren Freunden auch sein nach der Schule, Jens. Das wird echt eine mega Zeit. Und ich glaube, es wird besser sein, einfach sich an die guten Momente erinnern, anstatt das jetzt so zu vermissen. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Schönes Schlusswort. Man muss gehen, wenn es am schönsten ist. W. Dennis. Dennis wieder am Retten, die Situation. Schön. Nach dem Spruch wäre ich aufgegangen. Das nochmal am Ende reinzupacken, Digga. Das ist schon echt behindert und unangenehm, Digga, so einen Witz am Ende reinzupacken. Aber ey! Ich fand overall die Jungs-WG besser als die Mädchen-WG. Als nächstes, ich weiß gar nicht, was wir als nächstes gucken sollen, Chat. Also ab morgen oder übermorgen. Die Mädchen-WG davor oder davor die Jungs-WG? Einfach die WG, die davor war, oder?